Und damit, meine lieben Leute, Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, seid mir ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Bernd, mein Freund, was hast denn du dazu? Ach, Mist. Chili? Das kitzelt. Okay, das kitzelt. Finde ich gut. Briegel! Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Okay. Meine lieben Leute, und damit zähle ich euch jetzt an. Erste Runde. Neues Let's Play. Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Okay, was haben wir hier? Haben wir die Einstellungen? Na, ganz kurz mal gucken. So habe ich es eingestellt. Das kitzelt. Okay, also Chili scheint auf jeden Fall Spaß zu haben. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja, unbedingt. Lieber nicht. Auch Menno. Ich will's hören, ich will's hören. Bitte, bitte, bitte. Ja, unbedingt. Na gut. Okay. Ich will Stunts machen. Chili Power. Chili, das war aber nicht wirklich ein Geheimnis, Baby. Du bist bekannt dafür, Stunts. Mist. Briegel? Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung haben. Und wenn wir jetzt schon so viel Spaß bei diesem Startbildschirm haben, liebe Leute, ne? Einstellung. Gucken uns das mal ganz kurz an. Wenn die möglichen. Hier sind die Mitwirkenden. Hier kannst du das Spiel links der Bumster, hier kannst du es laden. Das sind, also man bedenke all die. Was wir in Erfahrung bringen. Ja, eben, man bedenke all die Möglichkeiten. Wird Guybrush Threepwood sagen. Und, ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier bei diesem wunderschönen Spiel. Okay, der ist auf jeden Fall noch angesprungen. So, Momentchen gerade. Ich baue schnell. Freunde, na, hallo, ich bin auch noch da. Briegel, du kannst ja nicht einfach losbriegeln. Ja, ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Bernd das Brot-Fan, ohne Scheiß. Die ganzen Serien gibt es ja hier auch, glaube ich, irgendwo auf YouTube. Müsst ihr mal gucken, Bernd das Brot, ne? Wenn die zusammenleben, ist eine coole WG, ne? Hier in Bernd das Brot, ne? Mit Chili, mit Briegel und die drei wohnen zusammen. Da gibt es noch die böse Nachbarin, es gibt liebe Nachbarn, es gibt den guten Budimcic, ne? Es ist ein Polizist und das ist alles ganz fatal, ne? Und Chili ist halt hier so das Schaf, das ist halt, ne? Gesprochen übrigens von Tanja Schumann, ne? Aus Samstagnacht und der. Ein Geheimnis war das? Ja, aber das kennen wir schon, Chili, das ist alles gut, ne? Tanja Schumann aus RTL Samstagnacht werden die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, aber das war damals eine coole Show. Und der Tommy Krabbeis, der ist, glaube ich, erst später zu Samstagnacht gekommen. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Der hat das ganze Ding hier geschrieben. Der ist hier verantwortlich für Bernd das Brot, ne? Und ja. Das heißt, hier sitzt auf jeden Fall eine Menge RTL drin, aber gutes RTL. Es gab auch mal ein gutes RTL, die Leute. Ne? Okay, dann würde ich sagen, ich habe das Ding übrigens schon mal gespielt. Das muss ich dazu sagen, es ist nicht blind. Allerdings ist es sehr lange her und ihr wisst ja, ein Gedächtnis in meinem Alter, da ist das nicht mehr so. Das kann schon mal, das ist ganz schrecklich. So, die Leute, dann würde ich sagen, ne, wir machen jetzt hier mal. Okay, nachdem wir jetzt. Momentchen. Okay, Briegel priegelt einen, das ist der Erfinder, ne? Briegel erfindet. Ja, Briegel, Chili ist das Stuntschaf, ne? Und Bernd ist das dauernd angenervte Kastenbrot, der eigentlich, ne? Ganz in Blau, genau. Ich habe mich auch entsprechend nach Bernd gekleidet, auch komplett in Blau. Entschuldigung, wenn ich hier gerade an mein Mikro gestoßen bin, das ist alles ganz. Ich bin ganz aufgeregt, Bernd das Brot. Okay. Also, ich finde das hier total schön gemacht, ne? Und hier hängt ein Fahrrad. Ich könnte den ganzen Tag hier verbringen, Freunde, bin ich ehrlich, ne? Also. Ist die Ratte, die dreht sich gar nicht und das ist es. Ja, wie gesagt, Spielkind, das bleibt nicht aus, aber wir werden jetzt mal ein neues Spiel schaffen. Leute, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen bei Bernd das Brot, ne, und die Unmöglichen. Und wir starten jetzt mal ein neues Spiel und viel weiß ich nicht mehr, aber wir versuchen es mal. Ich klicke drauf, Leute. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Keine Ahnung, oder? Du bist Bernd das Brot, oder? Oder, wir nehmen mal oder. Tja, das oder ist der Kern unserer heutigen Gesellschaft. Wohl wahr. Bin ich dumm oder nur dämlich? Bin ich Social Web oder Point-and-Click-Adventure? Eloquent. Oder rede ich gerade absoluten Käse? Immer. Will ich wissen, was ich hier mache? Oder will ich einfach nur dieses wunderschöne,
gleichmäßige und langweilige Weiß anstarren. Ja. Ja, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Weiß. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja, und du bist bewusstlos. Ich bin. Genau, deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal, wie soll ich... Hä? Was ist das? Diese weiße Wand. Ja, Bernd ist dafür bekannt, ne, am liebsten weiße Wände anzustarren oder ne, seine Tapete. Das ist für ihn das Allergrößte. Wir haben hier das Interface. Hier seht ihr den schönen Balken, der herzallerliebst ist. Und weiß, sieht so ein bisschen aus wie ein Brotkasten. Ich weiß es gar nicht. Könnte auch ein Armaturenbrett vom Auto sein. Irgendwie was dazwischen. Ne? Wir haben hier die Einstellung. Wir haben hier eine Lupe. Wir haben hier... Was ist das? Wie bin ich hierher gekommen? Irgendwie muss ich mich erinnern. Aber will ich das überhaupt? Der weiße Raum ist so schön langweilig. Ja, Bernd liebt die Langeweile. Und, ja, Schaf. Ein Foto von einem Schaf? Da klingelt nichts. Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Jetzt doch. Es heißt Chili. Chili-Bauer. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Ein Busch. Foto von einem Busch. Ein Foto von einem Busch? Und du? Das bin ich. Aber wer bin ich? Ein Kastenbrot mit viel zu kurzen Armen. Also das ist mal amtlich. Komm, klick mal hier das Foto von einem Busch an. Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Uah, was haben wir hier? Eine Kladde? Album, ein Album. Oho. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ha, sag das mal ein, Alter. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Ohne Fotos. Sinnvoll. Sinnvoll, ja, sinnvoll. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkaufen. Das können wir machen. Also wir haben bestimmt Fotos zugegen. Ich sehe gerade mal zwei. Das ist praktisch. Hier ist der Briegel. Jetzt erstmal packen wir das. Das ist, können wir auch so, ist egal. Wir sind mal flupp. Flupp. Und das Chilischaf. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ein volles Fotoalbum. Das ging aber schnell. Das ist auf jeden Fall kein sehr dickes Fotoalbum, wenn das nur nach zwei Bildern schon voll ist. Das... Ich glaube, wir müssen jetzt anklicken, oder? Ich erinnere mich. Oh. Wir wohnen zusammen. Oh. Ja. Das Schaf. Macht gerne Stunts. Was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammenwohne. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Was ist das? Emotionaler Kitschig-Nampf? Emotionaler Kitschig-Nampf? Emotionaler Kitschig-Nampf, okay. Emotionale Liebe. Emotionaler Kitschig-Nampf. Okay, Briegel? Briegel der Busch. Kann ich mit dir sprechen? Nee. Chili? Chili das Schaf. Emotionaler, wir müssen das nehmen. Ich soll diesen emotionalen Kitschig-Nampf nehmen? Ja, das Spiel kommt vorgegeben. Gar nicht in Frage. Ja, aber... Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd? Zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler?
Du, vor dem Monitor, zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Freunden? Aber dann ist er böse auf mich. Ich muss das ganze Spiel mit dem durchhalten. Ihr seid bald wieder weg, Freunde. Aber wir machen es mal. Emotion, Liebe. Ah, Chili, mein Baby. Priegel, mein Busch. Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen. Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Oh, oh. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Oh. Mist. Mist. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Chief Majors, Nahkampf-Asphasaden-Akrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chili das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Priegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Und los geht's. Schaf, pass auf, die Laterne. Das ist ja schrecklich, die Leute. Drei, zwei, eins. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra, warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen. Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher. Okay, also wir sind der gastige Koloss. Berndi? Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. So aber nur ein Brot mit so kurzen Armen. Philosophie gefällt mir, das weißt du ja. Aber pass mal auf, was haben wir hier? Schild. Für viele Unterschiede. Das ist aber eher ein nicht ernst gemeinter Vorschlag. Die ganze Hütte ist hier, die ganze, wie alles mit Hundescheiße. Das Schild zeigt deutlich, dass Hunde nicht auf den Rasen machen sollen. Ah, okay. Schade, dass Hunde keine Schilder wissen. Ja, eigentlich schon. Ich meine, die Herren der Schöpfung ist egal. Hier hängt Budimčić. Frage: Wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort: Keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Und er wird sehr sauer sein. Der ist immer sauer, Freunde. Ne? Also wenn die Serie kennt, ne? die kriegen immer eine Anzeige und die machen die Scheiße. Chili macht die Scheiße, Priegel macht die Scheiße und Bernd kriegt die ganzen Strafzettel. Und bei dem Schütz ist halt, das ist Priegel, pass mal auf, Kollege, da hängt ein Bulle. Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Wenn man das auch von dir behaupten könnte. Okay. Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf. Dr. Bumblebee, nochmal. Priegel, steht mal Priegel. Bernd, kastiger Koloss. Hast du schon rausgefunden, worum es in unserem ersten Fall geht? Nein, nicht wirklich. Nein. Dann frag doch jemanden, der es wissen könnte. Okay, dann würde ich sagen, wir fragen mal das Schaf, weil die hat den ganzen. Die kann ich gar nicht fragen. Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Ah, was haben wir hier? Ja, das ist das Crime Detector, genau das coole Batman-Symbol, ne? Das ist das Leuchtdings vom verrückten Busch. Oh Gott, ich mag es nicht. Ich mag es total gerne. Dem können wir nichts mitmachen, Können wir was mitmachen? Was ist denn wir hier? Eine Antenne. Eine Antenne. Eine Antenne. Okay, nehmen wir mal. Die Antenne des Bernd-Mobils. Die Antenne des Bernd-Mobils. Was haben wir hier? Eine Elsterfeder. Eine Feder. Einfach. Eine Feder. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indianer zu spielen. Das wollen wir aber auf jeden Fall hoffen, werden die. Das ist Kaugummi-Bampf. Was die Wiese für die Hunde, ist der Gehweg für die Kaugummi-Kauer. Igitt. Okay. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Mist. Oh, na, das Kaugummi. Ist schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Mist. Das sind die Bernds Markenzeichen, ne? Mist. Also wer Bernd das Brot kennt, ne? Mist. Immer Mist. So, hier mal ein Rasenschild haben wir schon gesehen.
Das ist ein Sockel, haben wir den Sockel schon angeguckt? Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Stadtparkkunst. Jetzt leer. Jetzt leer, aha. Hier liegen überall Scheißehaufen. Okay. Das Brotmobil. Es fährt nicht mehr, ich will es nicht. Es fährt nicht mehr, ich will es nicht. So, kommen wir hier noch irgendwo weiter? Das ist ein Baum. Ah. Das ist ein Baum. Dort ist ein Baum. Dort ist ein Baum. Mein Freund, der Baum. Sonst irgendwas? Das ist Budimčić. Das wird geschrieben Budimčić. Tschitsch, Gesundheit. Ah, hier haben wir noch einen Wegweiser, aha. Ein Wegweiser für Gassigier. Cool. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Igitt. Igitt, okay. Mhm. Ja, Rasen. Eine Wiese, die zum Müßiggang und Ausrutschen in Hunde-Igitt einlädt. Schön. Hunde-Igitt, das hat er ja schön gesagt. Das ist ein Haufen Hundescheiß hier, würde ich mal so sagen, ne? Lieber Tina, Batman, ne? Wir sind jetzt auf jeden Fall, ne? Der kastige Koloss. Bernd, mein Freund, du siehst ganz gut aus als kastiger Koloss. Hat auch hier ein großes K drauf, ne? Macht auf jeden Fall tierisch was her. Hier Chili mit ihrem Umhang und der gute Bumblebee. Das ist alles ganz schrecklich. Liebe Leute, dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken mal, was wir hier noch so alles ausfindig machen müssen und ja, das wird auf jeden Fall eine brotige Angelegenheit hier. Und wir sind jetzt Geheimagenten, sozusagen. Batman, also er ist Batman, mehr oder weniger. Das Symbol habt ihr gesehen und... Aber er ist mehr oder weniger der kastige Koloss. Aber es ist irgendwie alles ziemlich durcheinander. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Haltet euch vergangen. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45. Kastiger Koloss.